Oder auch nicht? Wer bist denn du? Hey, ihr da drüben in der Zelle. Wir sind in keiner Zelle. Seid ihr die Bande, der man dreifachen Mord vorwirft? Leugnen ist zwecklos, ich erkenne euch doch. Jedenfalls, hehe, ich heiße Neb. Und was wollen wir von ihm? Smalltalk halten? Nee. Wir können ihn fragen, warum er im Gefängnis ist oder ob irgendwas Interessantes in der Stadt passiert. Beides nicht wirklich interessant für uns. Oder wir können ihn anschnauzen. Neb, wisst ihr, was in der Stadt in letzter Zeit so vorgeht? Oh, jede Menge. Das mit Herzog Eltern habt ihr wohl schon gehört. Ja, den hat eine Krankheit erwischt. Und deswegen ist jetzt Angelo am Ruder. Eigentlich wäre Jaskar drangekommen, aber der war so blöd und hat sich ermorden lassen. Tja, in den Städten geht seit einer Woche alles in den Bach runter. Wirklich zu schade. Na gut, wir speichern erstmal ganz kurz ab. Dann will ich mal gucken, ob ich mich hinter die Tür teleportieren kann. Und ob das irgendwas kaputt macht. So, du... Obwohl, was bringt es mir, wenn ich mich hinter die Tür teleportiere? Ist irgendwo ein Schalter zum Aufmachen? Naja, trotzdem. Nur mal so Interesse halber. Geht nicht. Sie muss es wohl sehen. Na gut. Was haben wir noch in den Zellen? Auch wenn es komisch ist, dass wir hier im Flur rumlaufen können und die Tür abgeschlossen ist. Aber sonst könnten wir wahrscheinlich gar nichts machen. Wir können warten. Warten, dass immer uns Ausrüstung verrottet. Ja, super. Na gut, hast du noch was zu sagen, Neb? Wir haben hier nicht wirklich viel zu tun. Ha, ihr werdet wohl ungeduldig hier drin? Ja, das kann man sagen. Ich weiß einen Weg hier raus. Habe ich doch gut versteckt, oder? Such ruhig so viel ihr wollt. Ihr werdet nichts finden. Was willst du dafür? Gute Idee von Neb, ein bisschen Magie in die Dieberei einzubringen, was? Hört jetzt mal zu Mörderer, Monster zu Monster. Wollt ihr hier raus? Eigentlich wollen wir nichts mit einem Mörder zu tun haben. Okay, wir sind auch Mörder, aber für eine gerechte Sache. Aber wir haben was Wichtiges zu tun. Zum einen müssen wir Immun wiederbeleben, bevor ihr Körper vollkommen verrottet. Zum anderen müssen wir Saravok aufhalten und herausfinden, was mit Eltern und Scar passiert ist. Und das können wir nicht, wenn wir umgebracht werden. Ja, also wollen wir hier raus. Bitte, wir würden alles tun. Es ist sehr wichtig, dass wir hier herauskommen. Ja, sicher. Wir wollen alle raus. Aber will die Welt das auch? Vielleicht ist es besser, wenn wir alle hier bleiben, ha? Also jetzt, Monster zu Monster und Mörder zu Mörder. Wie viele kleine Kinder sind durch die Hände des alten Neb gestorben? Nicht eins, nicht zwei, weder vier noch sieben noch zwölf oder 20. Sondern das nächste in der Reihe. Oh, also verdoppelt? Nee, verdoppelt ist es nicht. Plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 8. Also 1, einer mehr ist 2. 2 mehr ist 4. 2 mehr und 1 mehr macht 3 mehr sind 7. 1 mehr und 2 mehr und 3 mehr macht 1 mehr und 2 mehr und 3 mehr macht 6. Oder? 7 zu 12 müssten aber 5 sein. 1 mehr, 2 mehr, 3 mehr sind 6. Schade. Oder 20, sondern das nächste in der Reihe. Ah. 1 plus 2 sind 3, 3 mehr. 1 plus 2 plus 4 sind 7. Das wären 14. Passt auch nicht. Schade. Also die Sprünge werden ja recht schnell größer. Hier ist der Schritt ja schon 8.
Also werden es mehr als 8 mehr sein. Also 26 sind es nicht, 18 sind es nicht. Bleiben wir noch jede Menge übrig. Nicht 1, nicht 2, weder 4 noch 7. Plus, vielleicht ist auch eine Kombination aus irgendwas. Also das mal 2 minus irgendwas. Oder das mal selbst plus 1. Nee, dann wäre das mal selbst plus 1, 5. Ah, das kann doch nicht sein, dass der uns mit einem Mathe-Rätsel hier nur rauslässt. Na gut, wir wissen es offensichtlich nicht, also werden wir raten. Der Schritt ist 1, 2, 3, 5, 8. Obwohl, es macht doch Sinn, wenn wir das erste Mal ignorieren. Der Schritt ist 2, dann 3, dann 5. Also 2 plus 3 sind 5. Der nächste Schritt sind 8, also 3 plus 2, 5 plus 3 plus 2. Es wären 10. Ah, okay. Keine Lust mehr. Wir nehmen, ihr habt 33 Kinder getötet. Ne, mögen die Götter und ihre Sonnen Rache nehmen. Lasst die Gelehrten ruhig kommen, dann bringen sie euch auch um. In einer Welt ohne Gerechtigkeit sind die Götter nicht mehr als göttliches Marionettentheater. War das jetzt richtig oder falsch? Egal, lasst uns raus. Los, der Tunnel geht hier durch die Wand. Und es wird Zeit, dass wir uns hier herauskämpfen. Gut, wo sind wir? Da. Okay, du machst schnell Haste. Und dann flitzen wir rein und schnappen uns immer ins Körper. Mal gucken, ob wir da alleine rein können oder ob die ganze Gruppe rein muss. Alle mal dahin. Oh oh. Oh oh. Allesamt zusammenbleiben. Und wir stürmen die flammende Faust. Ja, Immun ist noch da. Wer bist du? Was ist das für ein Unsinn? Versucht ihr, das Lager der flammenden Faust zu stürmen? Ihr werdet hier keine Freunde finden, Gerogon. Die flammende Faust ist jetzt Angelo unterstellt. Das Einzige, was Herzog Elterns Freunde hier nun finden können, ist der Tod. Zu den Waffen, zu den Waffen. Gerogon und seine Verbündeten sind in die Kaserne eingedrungen. Ich wollte nur Immun Sachen rausholen. Und das könnte hier im Dieb ganz einfach. Der wäre reingeschlichen, hätte sich das genommen, ist wieder raus. Okay, auf die harte Tour. Feuerball dahin. Ich hoffe nicht, dass mein Ruf jetzt wieder runtergeht. Wir tun es für eine richtige Sache. Und sie befolgen nur Befehle. Beides nicht gerade sehr toll, hm? Wir tun beide das Falsche für die richtigen Gründe? Oder so ähnlich? Na gut, du haust den, du haust den, du haust den. Du, was machst du? Du machst einen Flammenschlag auf den, damit er möglichst schnell stirbt. Das war kein Feuerball. Ja, das ist euch bestimmt auch gerade aufgefallen. Hm? Das war kein Feuerball. So, magische Geschosse dahin. Ihr alle auf den, du Flammenschlag auf den Zauberer da oder Kleriker. Du gleich noch mal magische Geschosse da drauf. Und Flammenstrahl auf den. Ja. Du gehst ein bisschen näher ran, falls du jemanden heilen musst. Und, oh, der Stab ist schon alle. Wir brauchen mehr von den Stäben. Flammenstrahl auf den. Düner hier rückt nach. KI kann mal wieder an. Wir haben keinen Furchtbann. Hast du noch eins über? Ja, mach das mal schnell. Und du machst... Ja, hast nichts mehr ordentliches, hm? Du bewahrst den Stab lieber auf und greifst einfach nur mit deiner Schleuder an. So, die Wölfe könnten eigentlich ruhig mal weg. Denn die Krieger werden ein bisschen mehr Schaden machen als so ein Wolf. Genau. Soweit
So gut. Lauft mal alle rein. Und dann auf den. Oh, festhalten ist nicht gut. Du solltest nicht in Nahkampf gehen. Du stehst nicht besonders gut zwischen den beiden, aber wir hoffen einfach mal, so, ja, auf den, dass sie schnell genug sterben. Du schießt auf den. Ja, schön unterbrechen, schön unterbrechen. So, wo wir jetzt aber schon mal hier sind, könnten wir eigentlich gleich weiterkämpfen. Weil den Angelo müssen wir auf jeden Fall absetzen, auf die eine oder andere Art. Da können wir ihn noch gleich umbringen. Das hört sich nicht sehr paladinhaft an, oder? Aber gut, da geht's irgendwo runter. Du hast jede Menge Platz. Gut, du sammelst immer nein. Weil die Sache hätte ich doch ungern verloren. Oh, sie hat den Gürtel abgenommen. Naja, zwangsweise. So, Munition da hoch. Den Trank kannst du gleich nehmen. Du kannst eine Düner hier, die hat so wenig Stäbe. Der Rest kann verteilt werden. Na gut, speichern wir einfach ab und suchen Angelo. Wird wahrscheinlich oben in irgendeinem Büro sein, wo der Eltern früher war. Der war hoch und dann hier runter in der Ecke. Na komm, Wölfchen, geht mal alle weg. Oh. Ihr da, sech, macht keinen Lärm. Oh, das hört sich wieder nach einem Doppelgänger an. Mein Name ist Kent und ich muss mit euch reden. Was wollt ihr, Punkt, 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 Kent? Ich erinnere mich an euch von damals, als ihr noch für Ska und Eltern gearbeitet habt. Ja, seit ihr uns verlassen habt, ging es nur bergab. Eltern ist krank, er liegt im Raum nebenan. Ich dachte, er wäre tot. Raschat, sein Heiler, sagt ständig, er könne nichts tun. Aber nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich behaupten, dass er gar kein Heiler ist. Oh, dann bist du vielleicht doch kein Doppelgänger. Sonst würdest du uns nicht so helfen. Allerdings kann mir das jetzt auch egal sein. Ich habe beschlossen, aus der flammenden Faust zu desertieren, bevor die Dinge zu haarig werden. Ich will nicht mein Leben lassen für irgend so einen Machtkampf hier in der Stadt. Warum glaubt ihr nicht, dass Raschat ein Heiler ist? Ich bin ihm eines Nachts gefolgt, bis hinein in die Kanäle. Okay, da muss irgendein Lager sein, entweder vom Eisenthron oder von irgendjemandem, der zum Eisenthron gehört. Also einer der Untergruppierungen. Die Doppelgänger zum Beispiel, oder die Kalte Hand, oder die... Was war das andere noch? Egal. Von dort ging es in die Unterkeller. Der Puff? Okay. Und was hat bitteschön ein Heiler im Hurenhaus zu suchen? Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber es war bestimmt nichts Gutes. Ich muss mich aus dem Staub machen, bevor mein Kommandant meine Dissertation bemerkt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder? Ich bezweifle es. Aber wer weiß. So, wo ist der Kommandant? Bist du der Kommandant? Nee, du hast zu wenig Rüstung an. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Wir wissen, wer ihr seid. Dann habt ihr also die Wahrheit entdeckt, ihr Fleischwesen. Ja, wir hätten doch einfach nur bluffen können. Es wird euch nicht viel nützen. Wachen! Na, bis ihr hier sind, bin ich schon allein mit euch fertig geworden. Nicht, wenn du ein riesiger Doppelgänger bist. Ja, nur ein großer, das schaffst du nicht. Wir haben schon drei von dir auf einmal umgebracht in... Ah. Warum lauft ihr jetzt da lang? So, dahin, dahin. Ganz schnell dahin und unterbrechen. Hast du noch magische Geschosse? Nee, natürlich nicht. Aber Spiegelbilder. Du... Nee, das lohnt nicht. Da geht einfach nur ein Spiegelbild weg. Du schießt drauf, du schlägst drauf, du... Oh, Doppelgänger. Flammenschwert. So, du da drauf. Alle einfach angreifen. Na komm, 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 komm. Der muss schneller sterben. Na, 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 na. So zäh habe ich euch nicht in Erinnerung gehabt.